Ja, was mir am Buch ein ganzes halbes Jahr von Jojo Moyes besonders gefallen hat, ist, dass sie diese Thematik eines in dem Fall Tetraplegikers doch recht lebensnah beschrieben hat. Das heißt, die Einsamkeit, die verächtlichen Blicke von den anderen Leuten, die denken, gut, nur weil du im Rollstuhl sitzt, kannst du sowieso nichts mehr machen und hast irgendwie eins an der Waffel. Und eben auch das, was sich halt da anschließt, nicht nur diese halbwegs Bewegungsunfähigkeit oder beziehungsweise nur noch eine Beweglichkeit unter starken Schmerzen, oder eben auch die ganze Sache, wie die Leute um sie rum mit ihm dann eben umgehen wollen. Dass es dort Leute gibt, die ihn noch nicht mal ansehen wollen oder die ihn dann wirklich nur noch mit Samthandschuhen anfassen. Oder die ihn auch gar nicht mehr für voll nehmen. Diese ganze Geschichte mit, du hast halt, wenn du dich nicht bewegen kannst, hast du halt mal gute und nicht so gute Tage und Schmerzen hast du sowieso ständig, egal was passiert. Aber man versucht es immer noch gut zu überspielen. Auf jeden Fall hat sie das gut rübergebracht in diesem Buch. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass er doch als sehr schweigsam und in sich gekehrt zwar gekennzeichnet wurde, aber ansonsten relativ zurückhaltend in diesem Buch war im Großen und Ganzen. Ich meine, er hat seine sarkastischen Momente zwar gehabt, wenn er dann mit ihr gesprochen hat, und er hat sich auch zwischendurch über sie lustig gemacht, weil sie eben nicht unbedingt, ich sage jetzt mal, so viel Allgemeinwissen hatte oder sich für diese Sachen, für die man sich so interessiert, wenn man sich halt nicht so sonderlich bewegen kann. Das heißt so Kunst, Kultur, Dokumentationen und, weiß ich nicht, irgendwelche Quizshows und, na gut, man baut jedenfalls Wissen auf, aufgrund dessen, da man ja nun nicht so richtig draußen irgendwas machen muss oder kann oder vielleicht nur noch mit Schwierigkeiten, wovon andere Leute halt auch nicht so wirklich die Ahnung haben. Beziehungsweise auch dadurch, dass er nun durch seine Familie und auch durch seinen beruflichen Erfolg, den er dort mal hatte, recht wohlhabend ist, konnte natürlich auch andere Sachen machen, die jetzt die Luisa aufgrund ihrer familiären Lage und auch ihres Verdienstes eben nicht so kennt. Er hat sie halt dort in eine andere Welt entführt, die sie jetzt auch ohne ihn so nicht kennengelernt hätte. Und was ich gut finde, er hat sie halt dann doch dazu ermuntert, so mal neue Sachen auszuprobieren. Und ich habe mich wirklich sehr in diesem Charakter des Will wiedergefunden. Auch als er dann sagte, gut, er liebt sie zwar, beziehungsweise sie lieben sich gegenseitig, aber er möchte ihr das nicht antun, weil es ist ja doch eine starke Belastung. Sowohl für ihn als auch für sie. Und dass er dann eben der Meinung ist, sie schmeißt ihr Leben weg, wenn sie sich weiter mit ihm beschäftigt. Diese Sichtweise kann ich absolut nachvollziehen. Und auch, dass er nachher wirklich sagt, er geht zu Dignitas und macht eben diesen Schritt, den er sich dort vorgenommen hat. Auch wenn sein Umfeld direkt dagegen ist.
Ja, auf jeden Fall, es war eine lebensnahe Beschreibung. Also das habe ich selten erlebt, dass sowas als populärer Roman erscheint und dann auch wirklich, ich sag mal, halbwegs auch hinkommt mit dem, was er dort oder was sie dort geschrieben hat. Also ich bin eigentlich so ziemlich begeistert. Ich habe jetzt, wie gesagt, dieses eine Buch habe ich jetzt gelesen. Dieser Themenkreis ist eine Trilogie. Es gibt noch zwei weitere Bücher, die sich mit dem Thema Lou und Will beschäftigen, auch von Jojo Moyes entsprechend. Diese habe ich mir auch gekauft und ich werde sie in den nächsten Tagen auch noch lesen. Mit dem zweiten habe ich auch schon angefangen. Und dann mal sehen, wie es weitergeht.